Hallihallo! Für meine Italienisch-Lerner habe ich heute ein schönes Buch dabei, Spätzle al dente. Vielleicht kennst du eine oder andere schon, hat es vielleicht sogar schon daheim im Schrank stehen. Jetzt ist ein guter Moment, das mal wieder rauszuholen und zu genießen. Gleich am nächsten Tag kaufte Mama ein paar Packungen Spätzle und legte voller Enthusiasmus los. Ihrer Ansicht nach musste es doch möglich sein, die Dinger al dente zu kochen. Ein paar Jahre und hunderte Kilo Spätzle später gab sie dann endlich entnervt auf. In diesem Buch wird uns Schwaben gnadenlos der Spiegel vorgehalten. Aber so, dass wir auch noch drüber lachen können. Und natürlich gibt es auch ein Weihnachtsfest und da wird auch der Vergleich gezogen. Festliche Tage. Weihnachten in Deutschland verlief natürlich völlig anders, als wir es gewohnt waren. In Sizilien hatten sich unsere Verwandten die Klinke in die Hand gegeben, um Grüße, Mitbrinkel und Glückwünsche zu überbringen. Dieses Weihnachtsfest in dem kalten, fremden Land wurde erwartungsgemäß ziemlich einsam. Nur Pietro war kurz hereingeschneit, hatte uns ein frohes Fest gewünscht und war gleich wieder gegangen. Ich vermisste meine Cousins. Mit ihnen hatten Santina, Filippo und ich an Feiertagen spielen können und irgendeiner hatte immer eine tolle Idee, was wir anfangen könnten. Papa hatte einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher gekauft, aber so richtig erhellend war das auch nicht. Da wir nicht verstanden, was da gesprochen wurde, hätten wir uns genauso gut vor ein Aquarium setzen können oder vor das Bullauge einer Waschmaschine. Eines fanden wir allerdings sehr schön. Es gab hier zu Weihnachten echte Tannenbäume, die wundervoll rochen. Wir hatten zu Hause in Italien immer einen Tannenbaum aus grünem Plastik aufgestellt. Der lag wie ein Regenschirm zusammengefaltet, das ganze Jahr über in einem Schrank. Um ihn benutzen zu können, musste man nur die Zweige zurechtbiegen, Kugeln und Lametta darüber werfen und die bunten Panettone-Schachteln darunter klemmen. Sehr praktisch. Die echten Bäume waren sehr viel schöner als unser Plastikbaum, auch wenn Papa meinte, dass man damit nur unnötig Arbeit hätte und sich zudem giftiges Ungeziefer ins Haus holte. Ja, das Beste in diesen Zeiten ist einfach, guckt, dass ihr genug leckeren Lesestoff habt. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann gucke doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meiner Homepage, da hat so ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.